Herzlich willkommen zurück bei Anno 1602. Ja, ich habe gerade noch mal ganz fix die Nachlangreise noch mal gespielt. Und jetzt können wir die zweite Quest machen. Vermutlich muss ich einfach auf Hauptmenü klicken. Wir werden es herausfinden, denke ich. Okay. Eine einsame Siedlung. Ein Händler berichtete euch von einer abgelegenen, dünn besiedelten Insel in einer fremden Inselwelt. Eure Abenteuerlust drängt euch, sie zu suchen. Heruntergekommen und verbaut findet ihr die Insel vor. Zeigt den Inselbewohnern eure Güte und schafft die Grundlagen für 120 Einwohner, 100 davon auf der Stufe Siedler. Produziert die benötigten Waren auf Nachbarinseln und sorgt für eine positive Bilanz. Das machen wir natürlich sehr gerne. Okay, ich dachte gerade, das Spiel schmiert wieder ab. Nein, ist aber alles gut. Wählt euer Banner. Wir wählen unser Banner und wir nehmen wieder Gelb. Und das ist halt eine echt massivst eingebaute Insel. Wir verlieren keine Zeit und schnappen uns direkt ein bisschen Holz und fahren einfach mal hier zu der. Ja, das wird schon passen. Einfach da mal hin. Die Leute hier brauchen wieder... Hier sieht man es jetzt, auch Hausbewohner verlangen nach einem Marktplatz und die Hausbewohner verlangen nach einer Kapelle. Und die Kapelle, die kann man hier ja noch irgendwo hinklamüsern. So, ein bisschen dazwischen gedrängelt. Aber ihr habt einen eingeborenen Dorf entdeckt. Der Marktplatz wird schon schwieriger. Doch, den kriegen wir da hinten hin. 120 Leute sollen wir hier auf dieser winzig kleinen Insel ansiedeln. Das kriegen wir aber hin. Erstmal brauchen wir Holzfäller. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ressourcen werden nicht automatisch abgeladen. Ja, die Sequenz kennen wir schon. So, einmal, zweimal. Ne, das machen wir so dann. So dann, so dann. Okay, und Fische haben wir hier. Das heißt, Nahrung brauchen wir nicht. Zack. Dann reißen wir mal hier die Bäume weg. Bauen wir, ne, komm her, wir bauen nochmal hier hinten Marktplatz hin. So, das dürfte passen. Natürlich nicht, weil ich einfach den Todesknick in der Linse habe. Aber egal. Komm her. So. 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 Bisschen schön gemacht hier. Komm, bauen wir noch einen Holzfäller. Zack. Man kann nie genug Holz haben. Und dann geht's los hier mit Schafsfarm Nummer 1. Da und hier kommt die zweite hin. Zack. Dann machen wir das mal so hier richtig fancy. Und da haben wir auch schon kein Holz mehr. Wie viele Werkzeuge brauchen wir für den? 3 dafür. Dafür brauchen wir nichts außer 2 Holz. Das heißt, ich kann hier theoretisch ja alles wieder abladen, bis auf die 3 Tonnen Werkzeug, die wir brauchen. Das fahren wir wieder hier rüber. Was wollen die eigentlich? Die wollen Stoffe, ne? Genau, dafür geben die mir Tabak. Schön. Anbauen können wir hier Weintrauben und Tabak. Eigentlich alles, was wir brauchen. So. Was haben wir hier? 4 Tonnen Holz. Können wir eigentlich auch mal Holz einkaufen. Übrigens ganz ordinär. EK steht für einkaufen. Ich weiß, hätte da nicht mit gerechnet, aber genau so ist es. Mal gucken. Hier könnten wir noch 2 Häuschen hinstellen. Da noch eins. Hier können noch 4 hin. Da können noch welche hin. Da können noch welche hin. Hier, zack. Gut. Dann können wir hier schon mal eine Handels... Florenz. Nicht Florenz, sondern Florenz. Costa Rica. Alles klar, okay.
Hier wird Holz aufgeladen, da wird es abgeladen, hier wird Nahrung sage ich schon, Stoffe aufgeladen, hier wird es abgeladen. Zack, los geht's. Und hier kommt jetzt unser lieber Webstuhl hin. Und jetzt ist eigentlich alles nur noch eine Frage der Zeit. Kommt jetzt hier unser Schiffchen angegondelt? Haben wir schon die ersten Stufe gleich fertig? Nee, ne? Nee. Der hat ja noch nicht mal angefangen zu arbeiten. Aber jetzt werden hier gleich erstmal zack, instant aufgeladen. Der bleibt noch einen Moment stehen. Und dann geht's wieder zurück. Mopsgeschwindigkeit. So, und da sind wir. Und zack, abgeladen. Einwandfrei. So, machen wir es ein bisschen schön hier. Da kommt ein Häuschen hin und ein, zwei. Okay, da kann ich kein Häuschen schon mehr hinbauen. Wie war das nochmal, wenn ich jetzt meine Aufträge nochmal angucken möchte? Ich speichere mal ganz kurz. So. Gesichert. Gesichert. Sehr schön. Ich glaube, mit F1. Weil, da kann ich hier mit F1 nochmal aufrufen. Ich brauche 120 Bewohner, davon 100 der Stufe Siedler. Das ist alles gar kein Problem. Die Kapelle, die stellen wir mal hier hin. So. Und dann brauchen wir nur noch den Marktplatz. Können wir eigentlich hier auch mal so einen Weg lang bauen. Oh. Und damit sollten eigentlich jetzt hier die Bedürfnisse alle befriedigt sein. Und guck mal, da geht's schon los. Da kommen hier schon die ersten Pioniere. Siedler meine ich. Pioniere sind ja das hier. So. Insel komplett zugestellt jetzt hier. Schönes Haus am Meer. So. So, da wachsen sie fleißig vor sich hin. Jetzt wollen sie Tabak, Gewürze und alles andere auch noch haben. Kriegen sie aber nicht, weil ich es nicht abbauen kann. Ich könnte jetzt theoretisch hier anfangen, Steine abzuknüppeln. Aber das machen wir nicht. Nee, ich war gerade ganz kurz überlegen, aber nein. Es kommt in dem nächsten Szenario dann. Übrigens, interessanterweise kommt die Sonne immer von rechts. Wenn man sich so die Schatten der Häuser anguckt. Dam, 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 da, dam, da, da, dam, da, da, dam, 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 da, da, dam, dam, bam, bam, ba, dam, ba, ba, dam, da, ba, dam, da, da, dam, da, da, dam. Ja. Bleibt jetzt eigentlich nicht viel mehr zu tun. Eure Stadt wächst und gedeiht. Außer den wunderbaren Klängen der Stimme des Erzählers hier zu lauschen und festzustellen, dass unsere Stadt wächst und gedeiht, so wie es sich gehört. Ja. Kommt übrigens immer, wenn man 100 Bewohner dazu bekommen hat. Also 100, 200, 300 und so weiter. Bei den Gegnern hört man es nur, wenn sie 300, 500 und 1000, glaube ich, bekommen haben an Einwohnern. Ja, Stoffe steigen. Nahrung haben wir noch ein bisschen, aber dafür habe ich gerade einen zweiten Euer Fischer Volk gebaut. Wünscht ein Wirtshaus. Ja, sie wünschen ein Wirtshaus, die feinen Herrschaften. Oh, eine Feuerwehr wäre vielleicht nicht schlecht. Passt nicht hin, müsst ihr ohne auskommen. 52. Das ist noch nicht die Hälfte.
es ist, nee, Moment, es ist die weniger, mehr als die Hälfte. So, ich bin doof. Geistigen drei Synapsen haben mal wieder hier volle Leistung gezeigt, auf jeden Fall. Mathe-Leistungskurs habe ich nicht ohne Grund besucht, ich sag's euch. Pioniere, 54 Siedler. Es bleibt nichts anderes zu tun, als zu warten. Und lauschen Sie doch einmal, während Sie warten, den wunderbaren Klängen dieser Musik. Ein wunderbarer Übersprung war das. Übrigens, Fun Fact, kann ich ja mal so erzählen, während wir hier gerade darauf warten, dass die sich irgendwann mal dazu bereit erklären, hier die Pioniere mal zu wachsen. Dieses Lied, was gerade läuft, ich habe gerade tatsächlich vergessen, wie es heißt. Kann ich leider auch nicht nachgucken, ne? Ist ja auch egal. Dieses Lied habe ich einzig und allein aus dem Grund, weil ich Anno so geil finde, auf dem Keyboard spielen gelernt. Aber auch nur dieses Lied. Andere Lieder kann ich nicht. Also alle meine Entchen und Hänschen klein, ja. Aber ansonsten... Und Elfenlied, ja, das auch noch. Aber ansonsten habe ich halt keine Keyboard-Skills. Ich habe einfach nur gesagt, ich möchte dieses Lied spielen lernen. Und habe mich hingesetzt und das gelernt. Kann ich zwar heute nicht mehr. So ein paar Passagen noch, ja. Aber damals könnte ich das tatsächlich. Wie gesagt, weil Anno halt einfach ein geiles Spiel ist. Da kann man sagen, was man will. Jetzt möchte ich aber gerne mal die zwei Hütten abreißen und den hier ein Wirtshaus hinstellen. Vielleicht... Ach, ich brauche Stein. Ich bin voll Idiot. Gut, dann kriegt er halt kein Wirtshaus. Werkzeugschmiede könnte ich auch noch nicht bauen, also... Ich überhaupt... Ah ja, doch, Eisen habe ich. Ram, dum, da, ram, dum, da, ram. Jetzt kommt mir gerade so die Idee, die drei Werkzeuge, die ich jetzt noch habe, die reichen aber, zwei Werkzeuge jetzt nur noch, um hier auf 100 Leute zu kommen, ne? Weil ich kann scheinbar kein Werkzeug kaufen, weil es hier irgendwie keine Händler gibt. So, ich wollte das hier wegschmeißen, so. Ihr habt eure Aufgaben vortrefflich gemeistert. Okay, das beantwortet meine Frage. Wir haben es geschafft. Wir haben 1354 Punkte diesmal. Ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Und diesmal gehen wir ins Hauptmenü. Wieder auf den Einzelspieler. Und ja, genau. Wir haben jetzt die dritte Mission freigeschaltet. Die Suche nach Bodenschätzen heißt diese Aufgabe. Ihr erkennt bald, dass die Produktion von Nahrungsmitteln allein für ein wirtschaftlich starkes und unabhängiges Land nicht ausreicht. Sucht also eine Insel mit Erzvorkommen, das euch die Eigenproduktion von Werkzeugen und später auch von Waffen ermöglicht. Erbaut eine Stadt, die finanziell in der Lage ist, ein Erzbergwerk zu unterhalten und produziert eine eiserne Reserve von 10 Tonnen Eisen, die ihr in eurem Kontor lagert. Und damit fangen wir auch so bald gleich an. Welche Farbe soll euer Banner zieren? Ja, welche soll es denn nun sein? Wir sind wieder gelb. Wir schnappen uns gleich mal hier die größte von allen Inseln. Ist grundsätzlich immer das... Ja, nicht immer das Beste, aber eine... durchaus plausible Sache, sich die größte Insel zu schnappen, aus dem einfachen Grund, man hat am meisten Platz, kann am meisten Produktionsgebäude errichten und kann sich dann später noch auf kleinere Inseln ausbreiten, aber das ist, denke ich, ein selbsterklärendes Ding für einen alteingesessenen Anno-Spieler. Immer die größte Insel, beziehungsweise die mit den wichtigsten Ressourcen, ja. Das
Ist ja nicht zu unterschlagen. Dieser Insel sind erkundet. Ja, Herz allerliebst. Wir haben kein Eisen hier? Okay, dann haben wir halt kein Eisen hier. Dann müssen wir später auf eine andere Insel umsiedeln. Und ja, ich weiß, es ist unglaublich schön, was ich hier an Gebäuden errichte. Übrigens ist es euch vielleicht aufgefallen, wenn ihr das Gebäude auswählt und dann auf Bauen geht, habt ihr instant das ausgewählt, was das Gebäude benötigt, um produktiv zu werden. So, jetzt haben wir einen Haufen Häuser hingestellt. Einen schönen Weg. Die Werkzeuge behalte ich an sich ganz gerne an Bord, aber können auch einfach welche kaufen. Gehen hier ein bisschen mit dem Preis runter, ne? Wir wollen hier nicht komplett Wucherpreise bezahlen. Ja, komm her. Zack. Und ich brauche einen Fischer. Fischer, Fischer. Der. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Sita. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Ja. Herz allerliebst. Fahren wir gleich zur nächsten. Was gibt's hier? Weintraum. Baumwolle. Geil. Übrigens, diese Seeungeheuer sind ein Add-on, kann man schon fast sagen. Das kam damals mit der Königsedition dazu. Nettes kleines Gimmick, bewirkt aber nichts. Sieht aber nur schön aus. Holzfällers! Das ist doch einwandfrei. Gimme that wood. Jawollo mit Rollo. Hallo, zusätzliche Holzvorkommen. Hier wird richtig reingeklotzt. Ich weiß, dass es nicht unbedingt das Klügste ist, sechs Holzfäller zu bauen. Aber jetzt für den Anfang ist das schon okay, weil wir brauchen ja Holz. Man kriegt übrigens nichts wieder, wenn man sie abreißt. Deswegen ist es nicht unbedingt das Klügste. Ja, oh. Ja gut. Oh, das war nicht so klug, den Weg hier abzureißen. Oh Gott, jetzt laufen die hier hinten noch alle rum. Warte mal, da können wir doch hier noch... So. Dann laufen die nicht ganz so einen krassen Umweg. Da haben wir das Eisen. Das Eisen. Popeisen. Gewürze. Schön. Bild der Hauses. So, ihr braucht noch eine Kirche. Eine Kapelle, verzeiht. Eine Kirche und eine Kapelle sind zwei gänzlich verschiedene Paar Schuhe. Was ist das da eigentlich? Ein Schiffswrack. Ja, kennen wir schon. Haben hier Eisen gefunden. Herz allerliebst. Übrigens, auch aufgrund dieses Spiels habe ich lange Zeit gedacht, dass Eisen, wenn man es im Berg findet, tatsächlich so silbern ist, aber tatsächlich ist es ja häufig eher bräunlich. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe noch nie welches im Berg gefunden, aber habe ich mir sagen lassen. So, ja. Deswegen war ich dann irgendwann zum Beispiel bei Minecraft irritiert, dass es halt so eine komische bräunliche Farbe hat und nicht das gewohnte Silbergrau.
Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Herz allerliebst. Es gibt hier Gewürze. Gut, ich denke, wir können jetzt hier wieder ein bisschen beschleunigen an der Stelle. So. Was die, auf dieses Ressourcenwarten angeht, bin ich immer total ungeduldig. Also wenn ich nicht gerade irgendwas Wichtiges anderes zu tun habe, dann will ich da am liebsten immer ganz, ganz schnell durchpesen. Komm, stellen wir den hier so hin. Achso, ja stimmt, mir fehlt noch die Wolle. Hier, 1, 2, 3. Oh, da hätte der auch gut hingepasst. Egal. Die Ressourcen dieser Insel. Euch wird ein Handelsvertrag angeboten. Habt ihr die Sabuwa gefühlt? Hat er bei euch gerade die Katze inhaliert? Nur dann hat der Bass richtig übel gefickt. Zitat von Wolfgang Amadeus Mozart. Erst wenn der Subwoofer die Katze inhaliert, fickt der Bass richtig übel. Komm, wir können ja auch nochmal spaßeshalber eine Kuh-Vernichtungsproduktion errichten. So. Kriegen sie noch ein bisschen Nahrung. Da haben wir auch schon die ersten Siedler. Ja, mei. Ist doch so schön, ist hier viel. Ja, die haben Eisen gefunden. Das ist ja Herz allerliebst. So. Schneiden wir uns mal kurz schnell ein bisschen Werkzeug und ein bisschen Holz und dann verpissen wir uns auf eine andere Insel. Aber vorher. Oh, kann ich noch nicht. Ups. So, hier ein bisschen Holz. Ein bisschen Werkzeug. Rüber hier schippert. Das ist ja sinnlos. Da kommt's hin. Abladen, abladen. Mir fehlt Holz. Ich glaube, die brauchen ja eh Holz. Deswegen können wir auch mal ganz gemütlich einen Holzfäller hinzimmern. Eure Stadt wächst und gedeiht. Ach, ist das schön. Da geht mein Herz auf. Gut, die sammeln da weiter Holz. Ihr baut hier weiter fleißig. Drehen wir mal, dass auch der Eingang akkurat zum Weg ist, so wie es sich gehört. Euer Volk wünscht ein Wirtshaus. Euer Volk wünscht ein Wirtshaus. Ohne Feuerwehr ist jetzt aber tatsächlich wichtig. Nicht, dass es hier noch anfängt zu brennen. So, ich kaufe Werkzeug ein. Kaufen wir hier auch nochmal Werkzeug ein. Ich werde es auf jeden Fall brauchen. Ach naja, solange mein Volk nicht hungert, ist ja alles in Ordnung. Meistgehasste Satz in Anno. Euer Volk hungert. Euer Volk hungert. Euer Volk hungert. Euer Volk hat nichts zu essen. Euer Volk hungert. Irgendwie sowas in der Art. Und? 8 Tonnen Werkzeug. Nice. Tralala. Ach, die brauchen Steine. Dum, dum, dum.
Bam, 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 bam. Komm her, das passt doch hier perfekt, ey. Ja, einwandfrei. Guck mal, wie glücklich sie sind. Da können wir ja auch gleich noch das Werkzeug mal hinzufügen. Damit wir hier langsam mal in den Genuss kommen, eine akkurate Werkzeugproduktion ins Leben zu rufen. Euer Volk braucht eine Schule. Eine Schule. Da müssten sie doch langsam auch. Die Werkzeugschmiede können wir schon bauen. Überprüft eure Handelsrouten. Überprüft eure Handelsrouten. Oder ich lasse es. Eine Werkzeug. Hier brauche ich ja gar nicht. Ich brauche ja nur. Hier Eisen. Ich weiß aber nicht, warum ich eine Werkzeugschmiede bauen kann, aber noch keine. Na? Warte mal, ich könnte auch einfach hier Eisen kaufen, oder? Funktioniert bestimmt einwandfrei. Da kann man das System übelst mit austricksen. Ne, ich glaube, ich brauche trotzdem hier die. Na? Die Eisenschmiede, hier Bergbaustation und den ganzen anderen Quatsch hier. Das hier zum Beispiel. Zack. Und zack. So, und der braucht jetzt genau Holz und Erzklumpen und daraus macht er Eisen. Ich weiß nicht, warum das unbedingt Eisenrohre sein müssen, aber ich habe das Spiel nicht gemacht. Badabam. Badabam. Dum, dum, da-dum. Dum, da-dum. Dum. Ja, wir warten jetzt nur noch darauf, dass hier das Eisen produziert wird und dann haben wir es auch schon, denke ich, oder? Überprüft eure Handelsrouten. Ist doch alles in Ordnung, ey. Ich weiß gar nicht, was du hast. Finanziell in der Lage ist, ein Erzbergwerk zu unterhalten und produziert eine eiserne Reserve von 10 Tonnen Eisen, die ihr in eurem Konto lagert. Ich finde übrigens, überprüft eure Handelsrouten. Ist doch gut, Junge. Eiserne Reserve und so, ihr versteht? Ich produziere Eisen und soll eine. Oh, ist okay, der ist einfach zu schnell. So, wie viel haben wir? Nüscht. Hier haben wir 5 Tonnen. Was ist das Problem? Weißt du was? In die Wanten! In die Wanten! Der kriegt erstmal ein paar nette neue Bäumchen. Und dann bauen wir. Eure Stadt wächst und gedeiht. Wunderbar. Weiß für nicht, ob zwar eine Erzmine hier zwei versorgen kann, aber wir werden es jetzt mal herausfinden. 5 Tonnen Eisen. Jo, Holz haben wir offensichtlich zu viel. So, die Folge geht jetzt auch schon fast eine halbe Stunde. Ich würde sagen, nach der Mission machen wir dann einen Cut.
Überprüft eure Handelsrouten. Hocke mir doch nicht aufs Schwein. Ich hab doch jetzt hier, ne? 10 Tonnen Eisen habe ich doch jetzt. Oder muss ich die 10 Tonnen Eisen hier in dem? Oder muss ich allgemein noch eine Werkzeugschmiede bauen? Pass auf, wir finden sie mal raus. Ich schnapp mir jetzt hier mal das Eisen. Schippert das hier rüber. Schmeiß das da rein. Und bauen wir hier. Kann ich nicht. So. So. Dann, dann. Wie sieht's denn jetzt aus? Habe ich irgendwas verpasst? Ach! Positive Bilanz brauche ich wahrscheinlich noch. Ja, pass mal auf. Euch brauche ich ja nicht mehr. Tschüssi. So. Einkauf. Weg damit. Einkauf, weg damit. Eigentlich müssen wir jetzt nur noch warten, dass das runtergeht. Aber wir können eigentlich auch noch mal ein paar Dutzend Häuser währenddessen bauen. Tap, da, 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 da. Ich weiß, meine Wirtschaft ist dafür jetzt überhaupt nicht ausgelegt, aber das ist ja erstmal zweitens. Ich muss ja einfach nur schnell in den grünen Bereich reinkommen. Achso, übrigens kann ich ja auch hier die eine Hütte da abreißen. Spart auch Geld. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. So, hier habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal 10 Tonnen. Dann machen wir hier mal Werkzeug draus und dann viel Spaß. Na dann, los geht's. Auf, in den grünen Bereich, meine Freunde. Bauen wir hier nochmal zwei Höschen hin. So. Ist das nicht schön? Überprüft eure Handelsrouten. Stimme ist nur minimal nervig, oder? Warte, pass auf. Okay, ist man nicht. Aber jetzt, wenn er gleich da was abholt, fährt er jetzt zurück und hat nichts dabei. Und jetzt? Überprüft eure Handelsrouten. Ja, das Schiff ist einfach zu schnell. Kannst du nichts gegen sagen. Das Schiff ist einfach imber. Aber naja, besser so rum, als wenn es zu langsam ist. Überprüft eure Handelsrouten. Und ich wäre dafür, wir sollten wirklich, wirklich, wirklich mal unsere Handelsrouten überprüfen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe da ein ganz komisches Gefühl. Weil ich glaube, da war irgendwas. Ich musste irgendwas machen. Überprüft ach, eure Handelsrouten. Genau, das war's, ja. 4, 3, 2, 1. Ihr habt eure Aufgaben vortrefflich gemeistert. Ich weiß. Dankeschön. 1238 Punkte. Wesentlich mehr als die anderen, aber auch wir haben wieder ordentlich Punkte bekommen für das Erledigen der Aufgabe. In dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und ich würde sagen, in der nächsten Folge stellen wir uns der Prüfung. Also die Prüfung. Stellen wir uns die Prüfung, ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.